Boah, warum? Was? Hab ich dich. Gibt's denn hier keinen Weg zur Oberfläche? Doch schon. Aber wir werden ab hier erstmal speichern. So Leute, und ab hier mal Aufnahmestopp. So, und da sind wir auch schon wieder. Nach einer erfolgreich kleinen Pause. Und ja, definitiv, jetzt kommt die Stelle hier bei Half-Life 2 Episode 1, die ich übelst hasse. Ups. Komm wieder zurück, Licht. Komm wieder zurück. Bitte. Oh, Menno. Naja, was soll's. Augen zu und durch. Ich glaub's nicht. Ein echter Licht. Wir hätten schon Treppen genügt. Ja, dann aktivier mal, Schätzchen. Mit Elektrik gearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass an diesem Feuerwerksdraht Strom liegt. Also irgendwie immer, wenn die etwas anfassen tut, macht sie etwas kaputt. Und das Teil hier, da nehmen wir mal mit. Nee, am besten das Fass hier. Macht mehr Schaden. Größere Explosion. Größeres Puff-Puff. Hä? Hey, kommst du? Stehst du auf, hä? Nein? Okay. Alter. Mann. Scheiß Zeugs da. Ja, wo seid ihr lebenden Untoten? Habt ihr etwas ganz Nettes für euch? Ein kleines Geschenk. Könnt ihr die Angst auch schon spüren? Ich kann sie spüren. Ich werde so langsam irre. Jetzt fangen meine Selbstgespräche wieder an. Meine Selbstgespräche. Oh ja, die sind so toll. Selbstgespräche über Teletubbies. Nein. Scherze, gut jetzt. Wenn das mal nicht so scheiße dunkel hier wäre, dann würde ich den Weg auch finden. Ach, scheiß doch drauf. Nee, hier rüber nicht, dann hier hinten rüber. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Bist du noch da? Ja. Bin ich? Noch? Ja. Leute, weiter, Zombies! Zombies! Ich hasse Zombies! Zombies! Lass es blitzen! Lass es blitzen. Ah ja. Lass es Scheiße. So, was ist da an dem Ü-Ei drinne? Lebensenergie! Juhu! Licht! Lass mich doch in Ruhe! Ich häng da nur so rum! Alles... Hey! Blöde Nuss. Ja, einmal drauf treten. Der ist schon tot. Falls du es noch nicht bemerkt hast. Oh Mann.
Hä? Ah. Nein. Licht, Licht, bitte, Licht. Hör den Lift, er fährt wieder. Ja, jetzt kommt die große, ganz große Action. Wenn wir jetzt zum Lift gehen, kommen ganz viele Zombies. Hey du, kommst du her? Lalalala, und tschüss. Ja, brenn du mieser Piep. Kraftausdrücke werden hier zensiert. Oh, 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 oh. Geh mal auf Seite. Doofe Kuh, stand die mir im Wege. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Gute Frage, nächste Frage, Schnauze. Das ist nicht gut. Oh, oh. Komm, komm, ab in den Lift, ab in den Lift. Komm, öffne dich. Haha. Ja, war es. Hab nur noch ein Leben bei dem Anzug. So. Oh, hallo. Hi. Lade Daten. Na los, lade schneller. Ich bin am Versuchten. Hopp, los. Ja, wird das heute noch was? Na, endlich. Ein Glück, es ist noch Tag. Verschwinden wir. Ich kann dies gar nicht schlagen. Bitte nicht. Verdammt, es ist zugesperrt. Ich fasse es nicht. Oh. Hey, ihr da oben. Hallo. Könnt ihr uns rauslassen? Hallo! Hallo? Jemand da? Sie können uns wohl nicht hören. Weißt du, wie wir das aufkriegen? Du hast so wundervolle Augen. Eine wundervolle Ausstrahlung. Willst du mit mir gehen? Scherz. Lalalala. Ja, was steht denn hier? Ah. Ey, der da sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen. Cool. Hier müsste irgendwo das Teil da liegen. Ja, ja, ja. Alles klar. Komm, halt die Luft an. Halt die Luft an. Das ist er. Probier sie gleich aus. Ja, immer muss ich hier kurbeln und die Drecksarbeit machen. Ja, ich kurbel doch schon. Chill. Super. Super. Oh Mann. Nachher machst du mal die Drecksarbeit irgendwie, ey.
Spider feststellten, genügte schon der relativ kleine Spalt in Black Mesa unseren Feinden zunehmend größer Invasionsmeldung auf unsere Welt zu werden. Oh nee. Während sie ihn erweiterten. Diese Dinger sind schlimm. Die vollständig außerirdischen Spezies besitzen viele veränderte Posthumane, die sicher alles tun werden, um die gestörte Verbindung wiederherzustellen und mehr Truppen heranzuführen. Und dennoch gibt es nun mehr Grund zur Hoffnung als im ganzen zurückliegenden Jahrzehnt. Wir haben im Geheimen einigen technischen... Boah, kannst du mal bitte RDL das Wetter oder sowas einschalten? Das da nervt. Der Typ da redet zu viel. Hi, Leute. Hi, Jungs. Denn die Furcht der Combine gründet nicht in erster Linie auf greifbaren Waffen, sondern auf Willen, Verstand und... Du hast aber schöne Augen, du. ...auf die bevorstehenden Schrecken überlegt Witz. Und ausgewogen zu reagieren. Wir vertrauen uneingeschränkt auf den Geist der Menschheit, auch wenn wir um seine Oh, oh. Ja, definitiv. Es ist so wichtig, dass wir unsere Menschlichkeit haben. Nur so. Bitte, bitte explodier. Explodier bitte. Du sollst doch. Yes, da ist ja schon das Maschinengewehr. Au, oh, meine Ohren. Das ist ein bisschen laut. Aber nur ein bisschen. Attacke! 1, 2, Attacke. Hacke, Hacke, Hacke.